Deutsch miteinander, das Beste! Wieso kriegst du im Grunde jetzt schon fast so viel Applaus wie ich vorher? Wieso? Mehr? Das war mehr. Ja, früher war es anders. 3 Sekunden mehr. Ja. Es gibt hier Gratisgetränke im Studio, das sollten Sie wissen, um das Publikum ein bisschen anzufeuern. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Meine Damen und Herren, eine neue Folge von Schmiteinander das Beste. Besser als je zuvor. Sie wundern sich vielleicht über mein leicht verändertes Äußeres. Das ist unsere große Aktion. Ich bin Ausländer. Solidarität, dass es kracht. Auch unser Studiopublikum hier ist solidarisch. Sie sehen das. Nur Ausländerinnen und Ausländer hier. Alle sind Ausländer. Bitte begrüße Sie, Chefautore von der Show, Herbert Feuerstein. Ja. Auch er ist Ausländer. Herr Honecker, letztes Mal Gast in Schmiteinander. Wie war's? Nun, man braucht kein Experte zu sein für gepflegte Sonntagabendshows, um zu wissen, dass ein Mann, der sich in seinem 80. Lebensjahr beballert, mit 2 äußerst gut gekühlten Fessigösch nicht mehr, also genau weiß, wo er überhaupt ist. Schmiteinander ist genau wie bei der Margot. Zu laut, platt, doof, geht mir schlicht auf den Sack. Aber ich stand auf die scharfen Weiber und insbesondere die knackigen Neger und die echt geile Musik. Es gibt etwas Neues auf deutschen Fernsehschirmen, meine Damen und Herren. Reality-TV. Reality-TV, das ist Fernsehen noch härter als die Wirklichkeit. Reality-TV, das erkennen Sie daran, dass der Moderator geht. Das Publikum weiß nicht, warum. Der Moderator weiß es auch nicht. Der Moderator geht. Auch wir von Schmiteinander lassen ab heute die Wirklichkeit sprechen. Ab heute heißt es bei uns Schmiteinander Notruf. Der 26. Juni 1991 war ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Und wie so viele nutzten auch der Frührentner Herbert F. und seine Adoptivnichte Edeltraut das herrliche Wetter zu einem Picknick am Ufer der Donau. Adoptivnichte Edeltraut, die erst vor wenigen Monaten aus Mecklenburg-Vorpommern nach Süddeutschland gezogen war, ist begeistert. Endlich erfüllt ihr Onkel Herbert den lang gehegten Wunsch von der Schlauchbootfahrt. Die beiden sind so beschäftigt, dass sie die große Gefahr nicht bemerken, auf die sie zutreiben. Ein tödlicher Strudel. Im 743 Kilometer entfernten Finkenwerder hört zu diesem Zeitpunkt Hobbysanitäter Harald S. ein verdächtiges Geräusch. Hobbysanitäter Harald S. weiß Bescheid. Hier brauchen Menschen seine Hilfe. Im Schlauchboot auf der Donau hat man mittlerweile die Gefahr erkannt. Immer näher rückt das Verderben. Harald S. weiß, dass er sich beeilen muss, aber die Zeit wird knapp. Das war Rettung in letzter Sekunde, denn wenige Augenblicke später donnert nur 140 Kilometer entfernt der Intercity Gorch Fock über die Schiene. Hobbysanitäter Harald S. beginnt bei den Geretteten sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Mund-zu-Mund-Beatmung, weitfällige Herz-Lungen-Massage, den Körper warm halten und Durchblutungshilfe für die Halsschlagader. Hilfe! Kurze Zeit
später befinden sich Edeltraud und ihr Retter auf dem Weg zur Post, um das Bundesverdienstkreuz abzuholen. Für Herbert F. allerdings kam jede Hilfe zu spät. Es gibt Millionen von Sternen. Toll. Unsere Stadt, sie hat 1000 Laternen. Ja. Freude und Leid gibt es zu jeder Zeit. Schmidt, reicht wieder, ne? Reicht. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Das war mein großer Okay, toller Song. Machen wir weiter. Schon der Gedanke, ach, Schmidt, dass ich dich einmal hey verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen nennt. Er macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Danke. Was wäre die Welt für mich? Es gibt 1000 Lippen, die küssen. Meinst du Platz? 1000 Pärchen, die heiraten müssen. Ja gut, das war okay, das war mal so spontan. Ne? Ja, dann lass mal hören, was du geübt hast, Herbert. Fang mit der Tonleiter an, bitte. Was war das denn? Ein Kotflügel. Hallo, hallo, was sind wir Zwerge froh? Das Tagewerk ist heute beschlagt mit voller Kraft. Oh, wer hat auf meinen Stühlchen gesessen und von meinem Teller gegessen? Wer hat von meinem Brötchen gebissen? Oh, wer hat in mein Bettchen geschissen? Oh. Nee. Also ich weiß nicht, das bei Schneewittchen, das war wirklich ein absolut billiger Gag, finde ich. Die primitiven Sachen kommen immer am besten an. Also das finde ich eigentlich nicht so. Ich finde, wir sollten was Intelligenteres machen. Haben wir ja auch oft gemacht. Ne? Zum Beispiel damals das U-Boot heben. Das war eine tolle Sache. Ich hebe jetzt mal ein U-Boot. Fang nicht wieder damit an. Okay. Wie wär's denn, wenn ich eine Statistik mache an der Stelle? Hm? Haben wir lange nicht gemacht. Ja? Ja, und fang nicht wieder damit an. Nasenflöte? Fang nicht wieder damit an. Schmidt, ich könnte zum Beispiel ganz toll mit den Ohren wackeln. Ja, und fang nicht wieder damit an. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Gut, bitte, ich mache es. Das ist dieses Gespür dafür, wonach ein Publikum lebt. Was ist ein großer Hund? Der macht nichts. Er ist ein Rüde. Missbrauchte Kinder, ein Thema, das uns tief bewegt, ein Thema, das uns alle angeht. Aber was wenige wissen, es gibt noch Ärmere der Ärmsten, noch Wehrlosere der Wehrlosesten. Missbrauchte Eltern. Hier ist ein solches Opfer. Harald S., 34, Vater.
Ja, ich bedanke mich, dass ich... Um seine Anonymität zu wahren, haben wir seine Gestalt unkenntlich gemacht. Ja, dann... Und seine Stimme elektronisch verfremdet. Ach so, ja, also das war so. Ich hatte am Anfang zunächst ziemlich Angst, mich zu äußern aus Angst vor Nachbarn und vor Arbeitskollegen. Dann habe ich mich aber der Aktion Vollnuss angeschlossen. Ja. Die Aktion für missbrauchte Eltern, und da habe ich den Mut bekommen, auch zu sprechen. Mhm. Wann sind Sie zum ersten Mal missbraucht worden, Herr Hess? Das war so ungefähr, als mein Sohn 5 war. Da wollte er Taschengeld. Und da sagte mir der Arzt, das sei normal in diesem Alter. Ja. Dann wollte er aber auch noch einen Computer und teure Klamotten. Mhm. Ja, und sind Sie auf seine Forderungen eingegangen? Sagte er dann, jetzt möchte ich auch noch eine Stereoanlage. Und dann hat er... Ja? Dann, dann hat er... Herr S., schämen Sie sich nicht Ihrer Tränen? Vielen Eltern geht es genauso wie Ihnen. Dann hat er von mir verlangt, dass, ja? dass ich ihn morgens in die Schule fahre und dass ich ihn mittags abhole und dann muss ich ihn zum Klavierunterricht bringen, ja? und zum Tennis. Und er hat gedroht, wenn ich das nicht alles mache, dann... Ja, dann? Dann sagt es der Oma. Und, Leider kein Einzelfall. Was war der Auslöser für Sie, sich an die Aktion Vollnuss zu wenden? Das war letzten Samstag beim Abendessen. Da wollte ich ihm eine Freude machen und habe gesagt, möchtest du hinterher noch Schweinchen dick sehen? Und da hat er gesagt, wenn du die Hose aufmachst, zeige ich dich an. Meine Damen und Herren, wir testen für Sie wieder bekannte und beliebte Sprichworte. Diesmal, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Mal sehen, ob das Sprichwort stimmt. Das ist Hänschen. Er hat Schwierigkeiten mit Hapsi machen. Häufchen machen. Und das ist Hans. Und das war der Beweis, das Sprichwort stimmt. So, wenn jetzt alles klappt, müsste Schwester Katharina, sprich saarländischen Dialekt, dran sein. Ah, da höre ich ja schon, das schreit. Schwester Katharina, guten Abend, Harald Schmidt. Guten Abend. Das Tolle ist ja, unsere Zuschauer können Sie nicht nur hören, sondern auch sehen, denn wir haben eine Kamera auf Ihrer Säuglingsstation. Ja. Sie wissen ja, letztes Mal wussten Sie nicht mehr, ob 12 oder 13 Säuglinge da waren. Ja, genau. Wie viele haben wir denn heute? 17. Oh, hey. Das ist aber toll im Lande von La Fontaine, ja? Das ist normal. Ist das normal? Wurde heute eins geboren? Ja. Tatsächlich, wann? Heute Morgen. Junge oder Mädchen? Ein Junge, ein Mädchen. Ja, aber zwei Kinder dann, ja? Ja, ja. Ja. Könnt ihr da mal sehen vielleicht? Können wir mal den Wickeltisch sehen? Ja, können Sie. Das wäre schön. Hängen Sie ruhig auf, das ist eh getürkt. Also ich meine, Sie hören uns ja über Funk. Das ist der Wickeltisch? Das ist der Wickeltisch. Was ist denn das für ein Material? Ganz normale Matte. Also sieht aus wie Holz von hier aus. Nee, Holz ist es nicht. Haben Sehr Sie, weich. Haben Sie zufällig gerade ein Baby da? Ja, ich habe ein Baby da. Mehrere sogar. Können wir mal sehen? Oh. 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 Und die haben ja... Ist das wirklich noch so, wie das mal war? Blau sind die Jungs und rosa sind die Mädchen? Ja. Was sind die Gelben? ist denn das Allerneueste? Oh. Wie heißt er oder... Wie heißt er? Schmidt. Er heißt Schmidt? Ja. Mit Vornamen? Florian. Das ist jetzt ein Zufall, ja? Ja, das ist Zufall. Nein, wir haben der Mutter Geld geboten, damit sie noch da bleibt. Sie wollte schon raus. Und den wickeln Sie jetzt mal für uns. Ja, den wickle ich.
Na komm, Florian. Komm. Die Mama wartet schon. Ja, wo ist denn die Mama? Die ist auf dem Zimmer, oder? Nee, die Mama kommt jetzt. Und die macht mit beim Wickeln? Nee, die guckt zu. Pass mit, sie können ruhig kommen. Ja. Lernen das die Mütter bei Ihnen erst, wie man wickelt, ja? Ja, die lernen das hier. Ja. Wie alt ist er? 6 Tage. Und wie lange bleibt er noch in der Klinik? Er geht morgen nach Hause. Das ist schön, noch mal einmal gewickelt. War denn der Vater bei der Geburt dabei? Ja, natürlich. Ist heute so üblich, ja? Ja. Tag, Frau Schmidt. Hallo, ich bin's. Das ist... So, jetzt sehen wir gerade mal... Oh, die Farbe sieht aber sehr gesund aus. Ja. Ja, da musst du mal schimpfen, ne? Ja, das sieht aber alles... wenn das so aussieht, dann ist das alles in Ordnung, ne? Ja, ja. Ja? Alles in Ordnung. Also Schwester... ganz normaler Muttermilchstuhl. Ja. Wie sieht der farblich aus? Eher hell? Gelb. Gelb. Muttermilchstuhl ist gelb. Ja. Und von der Konsistenz eher flüssig oder hart? Dünn, wässrig, spritzend. Dünn, wässrig, spritzend. Ja. Das ist ja gut, wenn der Vater Brillenträger ist. Ja. Genau. Schwester Katharina, wir machen hier weiter. Wir sind aber mit einem Monitor verbunden. Feuerstein hat Kopfhörer auf. Und wenn sich irgendwas tut, schalten wir sofort wieder zu Ihnen. Ja, ist ja? Gut. Dankeschön. Bis Bitte. Dann. Tschüss, Wiederhören. Tschüss. Oh. Die Sterntaler. Es war einmal ein Kind, das war bitter, bitter arm. Es hatte gar nichts mehr als die Kleider am Leib und ein Stück Brot in der Hand. Es war aber gut und fromm. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: Ach, gib mir was zu essen, ich bin so hungrig. Das Mädchen reichte ihm das Brot und ging weiter. Da kam ein Kind, das fror erbärmlich an seinem Kopfe. Da gab ihm das Mädchen seine Mütze. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind, das hatte kein Kleidchen an und fror noch viel erbärmlicher. Da dachte das fromme Mädchen: Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, da kannst du wohl auch dein Kleid weggeben. Und so geschah es. Und wie es so dastand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und siehe da, es waren lauter blanke Goldstücke. Da war das fromme Mädchen reich für sein Lebtag. Und wenn es nicht erschlagen worden wäre, lebte es heute noch. Hallo. Uwe, du bist ja bekannt geworden durch den Film Männer. Damals. Ist das nicht die Gefahr, dass man da in so eine Schublade gesteckt wird? Was ist ein. Also, Kinski ist ja tot und. Sind da jetzt schon so Nachfolge? Es wäre möglich, dass du im Grunde so eine Nachfolge von Kinski antrittst, oder? Ja, warum nicht? Das gab's ja alles schon mal. Als du damals Männer gemacht hast, zusammen mit Heiner Lauterbach. Also meine Hobbys sind ja. Also das zeigt ja, dass das Publikum sehr drauf steht, dass du im Grunde dich nicht so anpasst, was jetzt so eine Talk-Situation angeht, sondern eigentlich ein bisschen so die Rolle auch, die du in Film hast, privat übernommen hast, ne? Okay. Gut. Ja. Also, tschüss. Ja. Tisch. Wir wollen einen Leben, wer immer es sei, wer schenkt das Zeug.
Hofen. Die Getränke sind frei, das Glas man mir fülle. Heut ist es einerlei, ich sammle Promille. Heut spielt keine Rolle und bei der Kontrolle sag ich der Polizei, die Getränke. Meine Damen und Herren, freie Getränke, ein glückliches Publikum. Dazu sagen wir von Schmiedeinander, das muss so bleiben. Wir von Schmiedeinander sagen, das muss anders werden. Du darfst hier aber nicht fahren. Wieso nicht? Hier ist Riesenslalom. Willkommen bei Spiegel TV. Drogen, eines der größten Probleme unserer Zeit, bleibt nicht länger auf die beschränkt, die wir als Junkies zu kennen glaubten. Eine neue Gruppe von Gefährdeten, die in scheinbarer Normalität lebt, tritt immer häufiger und immer massiver ins Licht einer Öffentlichkeit, die nur allzu gerne wegsieht. Es sind Hausfrauen an der Nadel. Bertha F., 29, und Haraldine S., 36, sind Freundinnen und Schicksalsgefährtinnen in ihrer Sucht. Ein- bis zweimal am Tag, wenn der Druck übermächtig wird, treffen sie sich an der gewohnten Stelle. Für den Augenblick sind Kinder und Umwelt vergessen. Jetzt haben sie nur ein Ziel, ihre Sucht zu befriedigen. Ja, hast du den Stoff? Hausfrauen an der Nadel. Für den Augenblick sind sie glücklich. Aber wie lange? Meist schaffen es die beiden, den Geldbedarf für ihre Sucht aus der Haushaltskasse zu finanzieren. Im Notfall greifen sie aber auch zu kriminellen Handlungen. Während Bertha die Umstehenden ablenkt, sichert sich Haraldine geschickt den Monatsbedarf an Stoff und Nadeln. Auch vor Gewalt schrecken sie dabei nicht zurück. Bertha F. hat Glück. Sie wurde in einem experimentellen Therapieprogramm der Stadt aufgenommen. Aktion Wolllust. Hier wird den Süchtigen unter strenger ärztlicher Kontrolle jeweils der Tagesbedarf verabreicht. Allerdings von Ersatzwolle, die zwar die Sucht stillt, aber keine Glücksgefühle zulässt. Bertha F. hat die Therapie dankbar angenommen. So kann sie sich wieder voll ihren geliebten Zwillingen widmen. Für Haraldine S. aber kommt jede Hilfe zu spät. Als sie auf ihrem Balkon eine illegale Schafherde unterbringt, um ihren wachsenden Wollkonsum zu befriedigen, wird sie verhaftet und ist jetzt im harten Entzug. Die Prognose ist schlecht, da es ihr trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen schon mehrmals gelang, Stoff und Nadeln in die Therapiezelle zu schmuggeln. Ja, bitte? Hallochen! Ja! Das gibt's doch nicht! Eine kleine Überraschung! Das ist ja Wahnsinn! Ich würde dir gerne einen Wunsch erfüllen. Ja, das geht! So, ich dreh durch! Na, was wünschst du dir? Du hast doch sicher einen ganz, ganz großen Wunsch. Ich bin eigentlich zufrieden. Na, aber eigentlich wünschst du dir immer schon... Hast du das gewusst? Na? Was? Dass du mich erschießen darfst. Ja, das stimmt. Bitte. Und das soll ich jetzt, ja?
Atem. Ja. Ja, aber den Leuten hat's gefallen. Aber ja, es ist, du. Nee. Bei Rudi ist es besser. Naja, weißt du, also. Du bist. Er halt macht das auch. Ja, was? Ich kann das war deine Idee mit der Show. Ja. Ich habe jetzt hier 100-mal gesagt, wir sind nicht Karel. Ja. Ja? Das ist leider so. Naja. Das kann man ja. Platz. Ja. Soll ich setzen? Bitte setzen Sie sich bitte nicht mehr. Ich habe das mir angeguckt oder angetan gerade hier, das Ganze. Aber du brauchst wirklich mal einen richtigen Gag. Meine Rede. Wirst du einen richtigen Gag haben? Super, ja. Jetzt. Hast du einen zufällig? Oh. Ja, ich weiß. Ja. Wie schwimmt ein Einarmiger die Niagara-Wasserfälle hoch? Hm. Ich zeig's Ihnen. Ja. Eine große Panik gab's beim neuen Video der Pet Shop Boys. Wie heißt es? Go West, glaube ich, nicht? Go West, ja. Go da West, ja. Durcheinander, ne? Ja, es ja. Wäre noch schlimmer gelaufen. Feuerstein und ich konnten das Wesentliche retten. Wir haben geheime Aufnahmen nochmal für Sie. Wir sollten einmal unseren süßen kleinen Hasso zeigen. Jetzt komm, Feuerstein, zeig ihn mal einmal richtig. Doch, an Weihnachten. Nimm hier unsere endoskopische Kamera. Ein ganz einfaches technisches Teil. Das war die im Mund hattest, ja? Ich glaube, es war der Mund, ja. Ich muss noch mal nachgucken auf Video. Zeig mal bitte Hassolein. Ja, Hasso. Also, wenn er sich zeigt, ich guck mal. Ich fange hier mal an. Hasso. Hasso, komm schon. Hey! Ja, siehst du? Gib ihm ein bisschen Futter. Okay. Das sieht mir aber ein bisschen gefährlich aus. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn. Weißt du, dieses Gebiss? Er ist sehr aggressiv. Weißt du, an wen er mich erinnert? Hat er Therapie gemacht? Ich bitte um Ruhe, auch keine Störgeräusche. Wieso sagst du, ich bitte um Ruhe, wenn das Publikum eh schon nicht mehr reagiert seit 10 Minuten? Spare diese Floskeln, fütter ihn. Hasso, hasso, happa, 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 happa. Hey! Ja, komm schon. Ich habe mich so erschreckt. Was? Ja. Ich dachte gerade wirklich, der Haifisch hat dir den Arm abgebissen, aber es ist wieder der Sakko in der falschen Größe. Da gab es wirklich viele. Ja. Thema Hasso, ne? Da gab es viele, viele besorgte Zuschriften von den Leuten zu diesem Thema Hasso. Was wird aus ihm? Wer kümmert sich um ihn? Meine Damen und Herren, keine Sorge. Hasso ist uns ans Herz gewachsen. Er bekommt sein Gnadenbrot im persönlichen Fischteich des Intendanten. Es gab auch schon Angebote von RTL und von McDonald's und von allen möglichen Leuten. Aber wir geben ihn nicht her. Hasso ist unsere Zukunft. Wundergrotte, 6 Glas Wasser, ich kann wieder gehen. Ich habe zuerst gedacht, das stimmt nicht, aber ich möchte mal testen, ob das stimmt. Hast du zufällig 6 Glas Wasser bei dir, Feuerstein? Ja, ich habe sie zufällig hier bei mir. Bring dich gerade mal hier, stell jetzt die 6 Glas Wasser hier ab. Und kann ich jetzt wieder gehen? Ja, jetzt kannst du wieder gehen. Toll, wer hätte das gedacht?
die perversen Lustreisen des Kölner Sexzwerges. Ich hab geheult, ich war vollkommen hysterisch, ich hab nur betont geschrien, ich hab meine Mutter gesagt, die passt, reißt du wieder ab. Ach, lass mich an jedem Teller. Ist irgendwie langweilig. Schmiederlein, der Sonne, hallo? Ach, Verkehrsunfall, ja, wo denn? Vor der Sparkasse, ja. Ach, was? Ihnen ist einer hinten reingefahren? Oh, sie sind alle hinten reingefahren. Das muss ich mitschauen. Ja. Wie alt ist Ihr Fahrzeug? Ja. Ja, viele hätten Sie bestimmt sowieso nicht mehr bekommen. Ja, Stoßstange auch kommen, das kann schon mal vorkommen. Ja, hören Sie mal, zwei Kollegen sind schon da. Ach, geblasen haben Sie auch schon? Dann ist ja höchste Zeit. Bleiben Sie dran, wir kommen. Tatü, tata. Okay, nehme ich mal den hier. Ja. Das ist Maike Wesolowski in Remscheid. Ja. Oh, fuck. Entschuldige, ich habe mich verfehlt. Ich habe mich verfehlt. Können wir nicht Musik haben, dass wir diese Worte nicht hören? Das war, ich dachte, ich bin in der Probe, weißt du? Ja. Ja, sehr gut. Ja. Faktisch ist es ja falsch, wollte ich sagen. Ah, ich höre das Weizen. Wesolowski? Guten Abend, Frau Wesolowski, ist Harald Schmidt. Ja, hallo. Spreche ich mit der Mutter von Maike? Nein, nein, ich bin Maike. Oh, hallo Maike. Schmidt? Hallo Maike. Huch, da kriege ich mal von Feuerstein einen Brief von jemandem, der über 14 ist. Wie alt bist du denn, Maike? 16. 16? Du klingst schon so erwachsen. Ah, danke schön. Ja, wie groß bist du? 1,70. Gut, dann machen wir das mal schneller. Maike, bist du sehr überrascht, dass wir anrufen? Ja, ein wenig. Ja, das war nicht abgesprochen, ne? Nein. So, Maike, du kannst jetzt entweder ein Essen beim Chinesen in Remscheid winnen. Habt ihr einen Chinesen in Remscheid? Ja. Auch als Restaurant? Ja. Ja. Da kannst du entweder für 4 Leute ein tolles Essen winnen oder du kannst doch alles, was wir von Schmiedeinander an Zubehör haben, T-Shirts, Gläser, Baseballmützen und so weiter, gewinnen, wenn du das Lösungswort richtig sagst, nicht den Buchstaben, ja? Ja. Feuerstein wird dir erstmal optisch ein bisschen helfen. Schau mal, Maike, optisch, das ist mit Gucken. Ja, aber du, ich hab's doch gehabt, in der Hand gehabt. Schau mal, Maike, hilft dir das was? Nee, nicht viel. Nee, dann mal akustisch. Wie heißt das Lösungswort? Ah, Hilf dir doch ein bisschen. Es hat so ein Bürzel. Das ist zu viel. Ein Schwein? Wie? Schwein? Ach, ein Schwein. Nein, du hast noch mal eine Chance, Maike. Man wickelt's beim Chinesen in so alte Gästehandtücher. Vielleicht eine Gans? Na, das stimmt schon fast, Maike. So hieß mal ein französisches Auto. Französisch? Eine Ente? Nee. Toll, Maike! Ente! Ja. Maike, ja. Was möchtest du haben? Das komplette Zubehör oder das Essen? Ja, also da ich Chinesisch nicht so vertrage, dann nehme ich lieber das komplette Zubehör. Toll, das schicken wir dir zu. Ja, ja, die Adresse kann ich ja nicht sagen. Das ist auch ein bisschen privat, Walterstraße 22 in Remscheid. Jetzt ernsthaft, das ist eine juristisch heikle Sache. Wenn Sie, das muss ich im Namen des Westdeutschen Rundfunks und der Verantwortlichen für diese Sendung sagen, wenn Sie keine Sketche vertragen können, in denen es um Tierversuche oder über Witze mit Randgruppen geht, dann sollten Sie sich die Folgenummer bitte
nicht anschauen. Ja, was denn? Das. Sag mal, deine Magenverstimmung, ist die jetzt schon besser? Du, das ist Gott sei Dank besser geworden. Manchmal habe ich noch so leichte. Leider getäuscht, wenn Sie Sketche über Erbrechen nicht vertragen können, hätten Sie diesen Sketch nicht anschauen dürfen. Tja, meine Damen und Herren, leider, das ist schon wieder kurz vor dem großen Finale von der heutigen Folge von Schmiteinander das Beste. Musst du das jetzt so machen? Gibt es nicht was Intelligenteres? Mein Partner heute möchte mich für ihn entschuldigen, leider unkonzentriert, keine Stichworte, Ablauf nicht im Überblick, sehr lasch. Weißt du, das mit Mundgeruch? Ich mache alles mit, aber Mundgeruch und Hose war heute, ja, ein, bisschen, ich sagen, ich war heute ein bisschen zu viel. Es war nicht der Mund, die Hose war ja offen. Es war wirklich zu viel. Und dieses Geräusch ist auch blöd. Ne? Nee, weißt du wirklich, jetzt haben wir wie viele Sendungen? 41 ja. Stück, ne? Ja, 9 in diesem Jahr jetzt im ersten. Du, Schmidt, ja, das ist jetzt noch nicht fertig, das kommt erst nachher. Weißt du, ich sag dir jetzt einfach mal was. Und zwar wirklich im Klartext. So, wie ich es dir noch nie gesagt habe. Weißt du was, Schmidt? Ich gehe. Es ist Schluss, aus, vorbei und passé. Es tut mir nicht mal leid, Schmidt. Es war längst höchste Zeit, Schmidt. Mach von mir aus, was du willst. Ich gehe. Mit offener Hose oder geschlossen? Weißt du was, Schmidt? Er geht jetzt. Es ist Schluss, aus, vorbei und passé. Von dir fällt mir der Abschied zu schwer. Er knallt nicht mal die Tür, Schmidt. Hat genug von dir, Schmidt. Jetzt kannst du sehen, wo du bleibst. Er geht. Getreten und geknechtet, gefoltert, entrechtet, bespuckt und beschmutzt, verfolgt, verraten, beleidigt, verhöhnt und gepeinigt. Tja, Schmidt, die Zeit der Demütigung hat jetzt für immer ein Ende. Weißt du was, Schmidt? Mir reicht es. Endlich habe ich das letzte Wort. Du triebst es viel zu toll, Schmidt. Ich hab die Nase voll, Schmidt. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ich gehe.